So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mega Man 10. Den nächsten, den wir machen, ist Pump Man. Na dann, hauen wir uns mal rein, würde ich sagen, ne? Schauen wir uns mal die Stage an. So, nicht wundern, ich habe einen Cut gesetzt. Wir springen da runter, holen uns mal die Schrauben hier. Keine Angst, das Rosene tut uns nicht weh. Keine Ahnung, was es kann. So, 1, 2, sehr gut. Man muss nur zweimal die Spinne treffen, das ist auch gut zu wissen vielleicht. So, das Wasser drückt einen runter und die wollen dieses Rohr da verstopfen und dann schießen sie ja auf einen. So, das Geile ist auch, das Rosene kann man da zerstören, das ist auch gut zu wissen vielleicht. So, jetzt springen wir darauf. So. Da komme ich aber nicht so rauf, wie ich mir das vorstelle, deswegen rufen wir uns Rush. So, damit ich halt die Dinger da krieg. Die Makrele ist weg, das ist gut. So, und wie gesagt, das Rosene kann man zerstören, was der Typ da auf uns schießt. So, und das Wasser drückt einen runter, deswegen springt so weit wie möglich von rechts ab. So wie jetzt. Und der Sprung zum Beispiel, der funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen uns Rush rufen, auf ihn drauf springen und dann erst rüber. So. Ich glaube, da nach rechts, da kann man gar nicht rein. So, wir nehmen wieder den Mega Buster. Auf die Ding da pfeifen wir. Und jetzt müssen wir da nach rechts drücken. So, okay, das passt. Jetzt beginnt nämlich der schwierige Teil, wo ich halt die ganze Zeit gestorben bin. Die ganze Zeit. So, wir springen darüber. Die Luftblase brauchen wir, damit wir darüber kommen. Die Makrele geht mal am Arsch. Gut, das hat funktioniert. Gut, 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 das hat funktioniert. Schnell schießen, sehr gut. Genauso wie bei dem da. Lebensenergie, wieder voll. Das nenne ich mal barmherzig von dem Spiel. So, aber jetzt warten wir wieder, bis das da verschwindet, das rosene Ding. Sehr gut, nämlich dann sliden wir halt schneller. So, und hier, Entschuldigung, hier ist jetzt da dieser Part, wo ich die ganze Zeit gestorben bin. Makrele weg, warten bis die Luftblase draußen ist und schnell dran vorbei. Genauso wie hier, warten bis die Luftblase weg ist und den X-Knopf nur antätschen. Nicht so weit springen. So, den Typen da Schaden geben. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber ich fühle mich dann irgendwie sicherer. So, jetzt schnell rauf. Warten. Da kommt die Luftblase und jetzt schnell durch. Springen. Nimm das eh, danke. Was auch immer es ist, ich habe keine Ahnung. Aber es passt schon. So, sliden können wir nicht. Das wäre halt jetzt gut. Aber es passt schon. Das nenne ich auch fair. Danke. Wir springen einfach da dran vorbei. Sehr gut. Und wir sind beim Boss. Geil, geil, geil. So. Beim Boss sollte angeblich das helfen. Schauen wir mal. Drückt's mal die Daumen. So, wir aktivieren das. Er springt da rein. Ja, und wie das an Damage zieht. Gar nicht mal schlecht. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Scheiße, jetzt hat er es deaktiviert. Oh, ich habe keine mehr. Dann halt mit dem Mega Buster. Und wir haben ihn. Perfekt. Dann hol dir mal die Energie. Sehr nice, muss ich sagen. Okay, das hier. Dann schauen wir mal, gegen welchen das aktiv ist.
effektiv, Entschuldigung. So, wir tun mal speichern. 33. Was wir allerdings mit den Schrauben da machen können, ich habe keine Ahnung. Aber wir haben einmal ein E und einmal ein W. Das sieht man da unten rechts. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was sich das bringt. Ich weiß es wirklich nicht. So, zurück. Und Stage Select, jawohl. So, das war's auch wieder mit dem Part. Mal schauen, welcher der nächste ist. Und ich bedanke mich bei euch wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.